von anderen. Konnte. Frege war da so ein Hauptmacher, wird dann Thema in meiner Promotion. Intuitionistisch, ja, so intuitiv, wie der Name sagt, sich das gedacht. Da stand so das Motto drin, die natürlichen Zahlen hat der liebe Gott erfunden. Und alles andere haben die Menschen gemacht. Der Spruch ist über die Mathematik bekannt geworden, weil diese Stelle im Autorenregister hinten angegeben ist. Mit Gott komm mal lieber. Es gab dann die Formalisten, die haben gesagt, Widersprüche gibt es nur im Realen und das soll es ja auch nicht geben. Da wir uns nur mit formalen Spielen beschäftigen, können wir das machen. Beliebige Bausteine, beliebige Spielregeln, ob wir Geometrie machen mit Punkten, Geraden und Ebenen oder mit Rettichen, Kammerbergkäse und Weißbrot, das ist ein Prinzip normal. Das vierte war dann das sogenannte Operative. Nämlich, man hat Mathematik als Spiel begriffen, als gewisse Regeln allgemeiner Art, die musste man einhalten, da war das Allgemeine, das ewig Wahre, das immer Gültige enthalten. Und man hatte gelernt, dass natürlich trotz aller Spielregeln, bei allen Spielen es immer noch gute und schlechte Spieler gibt, dass also trotz diesem Allgemeinen das Subjektive, das Individuelle beim Spielen doch eine wichtige Rolle spielt. Also da war das erste Loch in der Mathematik entstanden, dass plötzlich eben auch dort nicht immer nur das Abstrahierte, sondern möglicherweise doch auch das Konkrete, das Individuelle eine Rolle spielt, sodass das Thema, was ich gelesen habe, was in der Musik so wichtig war, nämlich die Bindung und die Freiheit und das Verhältnis dazwischen in der Musik, war genauso ein Thema in der Mathematik, der Bindung und der Freiheit der Erstellung solcher Kalkulationen. Wir können zerstören. Ey, bitte? Wir können doch nicht nur abstrahieren, wir können auch konkretisieren. Das ist richtig, aber man kann das auch lassen. Man kann das Abstrahieren ja auch lassen. Ja, ne? Das nicht nur abstrahiert wird, dass aus der Abstraktion eine Konkretisierung wird. Thank you.
uns das Abstrakte. Ein Bootfahren hat mich nicht das Konkrete, nicht die Wellen rings ums Boot, sondern nur der Horizont gemessen wird. So, aber die 60er Jahre, meine Damen und Herren, die meisten kennen die noch richtig und nicht aus Büchern. Die 60er Jahre waren ja bekanntlich eine wilde Zeit in der Musik, in der Politik, in den Universitäten, überall eigentlich, auch in der Mathematik. In der Musik, Sie erinnern sich hier im Wuppertal, da wurden die traditionellen Maßstäbe zerstört. Melodik, Rhythmik, Licht. Radikal hinterfragt, hinterspielt. Es entstand Aufstand gegen das Korsett der Form, gegen die Zwänge der Norm. Radikaler Widerspruch war angesagt bis zur Zerstörung. Revolution statt Evolution. Radikaler Widerspruch am Vorhandenen, am Regulären, am Normalen. Und dies wird Grundlage für Neues, für Eigenes, für Gegenentwürfe, zunächst für individuelle Gegenentwürfe, zunächst. Is there any special thing you can say about this instrument? It is being played with the great hands of the youth. It's been loved and then sadly left. So you were real. And it's a mammoth. A mammoth. A mammoth. Yeah. So you reawake it. Hopefully. Yeah. Hopefully 2 months of love will have it singing again. You will try to take it through Germany and Europe? It's going all around Europe, yeah. Gets to see friends again, you know. It's been on like a sort of in a hammock on an island for too long. So it will meet other instruments? Yeah, used to say hello. And hopefully, you know, its voice gets out again. So, how heavy it is? Is it? How heavy? Yeah. It's a huge bass. You're it's able to carry slightly it. Too heavy. Too heavy for someone who hasn't had any sleep for 3 days. Yeah. Difficult to walk up the steps of Wuppertal. But it'll be doing that a little bit as well. Thank you.
size is it? Full size. Well, what's the size of them? It's the full size. But what's... Normally three quarter. Most bases, a lot of bases are three quarter. So three quarter. This is... as big as they get. Besten anfangen mit dem Beginn der 60er Jahre. Ich nehme jetzt als erstes mal die Periode von 1960 bis 1970. Die 60er Jahre, bekanntlich wild, bewegt und aufregend, gehören also für mich sicherlich zur interessantesten und auch stärksten Epoche in der Jazzgeschichte. Ja. Nicht zuletzt dadurch, dass also damals natürlich die ganzen großen alten Meister noch am Leben waren und zum Teil gerade auch im Höhepunkt waren, denken wir so an Coltrane, Monk und so weiter, gab es auch schon allmählich etwas Neues, was heraufkam und was also auch allenthalben spürbar war. Ich war 1960 Kompositionsstudent in Köln und hatte dort bald Verbindung zu dem Musikerfreundeskreis von Manfred Schof. Wir sind auf die erste Jazzschule, die ganz kurz existierte, von Kurt Edelhagens Musikern an der Kölner Musikschule gegangen. Und Köln war damals sowieso sehr gut beieinander. Da gab es ja den Westdeutschen Rundfunk, die Orchester, die Musiker gingen jeden Abend fast in den legendären Kintop Saloon zu den Sessions. Da waren wir auch und haben dann also versucht, beim Bebop mitzuhalten. Das waren sozusagen die Anfangs. Lehrjahre. Und da haben sich damals eben schon manchmal sehr ungewöhnliche Figuren sehen lassen. Nicht als Jimmy Giuffre dann nach Köln kam, ein Konzert machte, kam anschließend ein Problem mit Steve Swallow und die spielten ein irrsinnig schnelles Olio, das uns also alle völlig umhaut und das hörte sich so an, als ob bei Null die Motive eigentlich noch improvisiert wird. Später kamen dann auch so Leute wie Don Ellis, die im Saloon dann sagten, ja, wir sollten mal eine Improvisation über drei Töne spielen. Nicht? Also es gab da schon gewisse Impulse, die aber noch ganz vereinzelt waren, von uns live zu erleben. Dann haben wir natürlich abgesehen davon unglaublich viel Musik gehört und alles Neue, was aus Amerika kam, auch gierig aufgesagt. Also wir haben Ornette Coleman gehört bis zum Gegnicht, Bernd Später, Cecil Taylor, Eric Dolphy auch. Das waren so damals die neuen Dinge, die aus Amerika kamen und uns natürlich auch sehr beeinflusst haben. Ich meine, mit uns den Kreis um Schof. Wir hatten da auch ein Quintett mit Gerd Dulig und J.P. Liebezeit, die bekannten Leute. Mit Josef Beuys, die kinetische Kunst, also veränderte Formen des Begriffs der bildenden Kunst. Im Film, das, was man damals als Underground-Film bezeichnete, ich denke an Leute wie Lutz Mommartz zum Beispiel, in der Musik, der Bereich der Inszenierung von Musik, also das sogenannte instrumentale Theaters, andere Formen der, heute würde man Performance sagen, die aktionsartigen musikalischen Darbietung, gebunden zum Beispiel an die Namen John Cage und Maurizio Kagel, insgesamt eine Öffnung sowohl der Vorstellungen, was Musik sei, als auch ganz konkret der Materialien, die benutzt worden sind. Andere Instrumente, gar keine Instrumente, Dinge, die zwar klingen oder auch nicht. Kagel erwähnte das einmal, die Komposition mit nicht klingenden Materialien, also ein Kompositionsbegriff, der sich nicht mehr begrenzen lässt auf traditionell Kunst, scheinbar kunstfähiges Klangmaterial, sondern eine Öffnung in ein Total hinein. Das hat dann schon bald ziemliches Aufsehen erregt und es wurde also viel darüber geschrieben. Wir bekamen Möglichkeiten im Rundfunk etwas zu produzieren. Behrendt schrieb darüber, ich bin dann mit Gunter Hampel und Manfred Schof zwei Monate in Paris gewesen, in Blue Note, jeden Abend gespielt, da gab es noch diese Jobs, nicht? Und da kamen dann auch dann nach den Sessions natürlich die tollsten Leute, Kurt Heiner stieg ein und so, und Elvin Jones kam, und anschließend sind wir noch mit Jackie Peshwood und Cherry mit seiner neuen Gruppe, auch auf eine ganz neue Art und Weise spielte, wo also die Themen unerwartet plötzlich kamen und sich plötzlich Dinge also abrupt änderten, das Ganze in einem durchging. Nicht? Das Ganze hat damals also so den Anfang genommen und wir haben direkt an der Sache teilgenommen. Ja.
Eine Öffnung des Materials, eine Richtung eigentlich hin auf das Unerhörte. Adorno hat das mal in seinem sehr wichtigen Aufsatz Versum Physik en Formel geschrieben, dass für die Zukunft möglicherweise das wichtig ist, wovon man nicht weiß, was es ist. Produktionsmittel zum ersten Mal von den Musikern so selbst in die Hand genommen. Das war schon ein bisschen in den 60er Jahren. Brötzmann machte damals, glaube ich, seine erste Trio-Platte selbst. Ich machte dann die Living Music. Also die kamen auf den Trichter, man kann das selber machen. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass unsere Musik auch unabhängig von den Medien, die damals noch sogar ganz interessiert waren, eine Verbreitung fand und auch dokumentiert wurde. Eine unerhörte oder neue Rollenveränderung, dass der Autor nicht mehr der Autor ist, sondern Anregungen gibt, dass der Interpret nicht mehr nur Reproduzent ist, sondern auch Produzent, dass damit gewisse Autonomievorstellungen in der Kunst realisiert werden. Wir hatten ja auch Leute wie Albert Mangelsdorf dabei, die aus, schon eine Generation, aus einer Generation vor uns kamen, aber mitgemacht haben. Und Albert war eigentlich immer einer derjenigen, auch später bei Globino, der sich besonders dafür eingesetzt hat, dass ganz frei, wie wir das immer sagen, improvisiert wird, das heißt ohne Vorgaben und Themen, selbst bei Goethe-Institutstourneen und sowas. Ja. Also da gab es doch, glaube ich, einen ganz erheblichen Anteil von Einflüssen, die also nicht unbedingt mit diesen Protestbewegungen und mit der Absetzung gegen die Amerikaner zu tun haben. Wir haben ja auch mit den Amerikanern zusammengearbeitet, wir haben ja auch mit Don Cherry Konzerte gemacht und es gab also jede Menge Verbindungen auch zu dieser neuen amerikanischen Avantgarde. Karl-Hans Berger zum Beispiel hat mit all diesen Leuten, mit Cole, mit Coltrane sogar zu tun gehabt, nicht? Und ganz mit Don Cherry, also bedeutende Platten hergestellt. Das hat sich schon so ein bisschen durchdrungen auch nicht. Das war auch den anderen Aspekt gab es freilich auch nicht und der artikulierte sich dann auch auf bestimmte Art und Weise. Ich will das jetzt nicht etwa ableuten, aber man muss beide Seiten doch sehr deutlich sehen. Gerade bei Globino, wie ich das noch mehr abschließen darf, hat sich das immer ganz gut gezeigt. Nicht? Da gab es so ein, naja, man könnte fast sagen, so ein rechten und linken Gefühl. Nein, es ist keiner über überhaupt. Das ist nur ein Platz. Nee, wahrscheinlich viele kleinere Dinge, aber in Afrika gibt es schon sowas. Wahrscheinlich nicht. Thank you.
also ganz herzlichen Dank, dass ich hier sozusagen in Peters Wirkungskreis auch meine musikalische Duftmarke, nachdem er uns verlassen hat, weiterhin zum Gehör bringen kann. Ich möchte jetzt auf das Trio zu sprechen kommen. Das Trio, das sind alles Musiker, die meisten von euch eigentlich auch im Kontext mit Peter kennen. Floros ist ja aus Griechenland einer derjenigen, der von der ersten Stunde von Peters Wirken in Griechenland eigentlich ein Partner von ihm, als Bar Philips hier in Europa lebt, in Antwerpen, den Peter kontaktierte und der den Peter ermutigte, doch auf den Kontrabass umzusteigen. Und auch sozusagen für Peter Kowald war der Bar Philips eigentlich immer ein sozusagen eine Art von Lehrer, ein Lehrer und ein Freund zu gleicher Zeit.
Thank you.
this isn't my instrument. Yeah. You know, this is Peter's. What's the weight of this bass? What's the weight? Weight. About 15 kilos. 15 kilos? About, yeah. And how old is it? What do you think? It's about 100 years old. 100 years? Yeah. Maybe more. Maybe more. It looks good. For 100 years, anyway. It's in quite good condition. Pardon? It's in quite good condition. It's better if you have time to, yeah? To for new strings, mm-hmm. You have to, yeah. To play. These strings are better after 3 days. After 3 days? Yeah. To play yeah, continually yeah. 3 days. These ones I took off, they're better after 3 hours. What does it mean? It is like having different material? Or is it yeah, they are different material. Different yeah. material. Mm-hmm. And different concept. Mm-hmm. How many different strings are available for the bass? Don't know. And 100? 50. 50? Yeah, at least. Yeah. A lot. Mm. Very difficult. So it has to do a lot. Has a lot to do with sound then. Yes. Yeah. Mm-hmm. Very much. Mm-hmm. Yeah.